Sie sind hier, 16. Januar 2019, Update um 20.57 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Stefan Peter Hansel konnte nicht mehr weiterfahren, da sich sein Beifahrer verletzte. Urheberrecht Getty Images. Update: Stefan Peter Hansel muss bei der Rallye Dakar die Segel streichen. Grund ist eine Rückenverletzung seines Beifahrers bei einer harten Landung. Rekordsieger Stefan Peter Hansel, 53, hat auf der vorletzten Etappe der Rallye Dakar aufgegeben. Der Franzose vom deutschen Team X-Red fuhr auf dem 9. Teilstück nicht weiter, nachdem sich sein Beifahrer David Castera bei einer harten Landung mit dem JCW-Buggy am Rücken verletzt hatte. Das Aus für den 13-maligen Dakar-Gewinner Peter Hansel kam beim Rennen in Peru am Mittwoch nach 26 Kilometern. Peter Hansel selbst blieb unverletzt, Castera wurde ins Krankenhaus nach Lima gebracht. Peter Hansel: Nicht mit Einschlag gerechnet, wir sind über eine Düne gefahren und sind kopfüber in der nächsten Düne gelandet, sagte Peter Hansel. Alles ist so schnell gegangen, dass David, der gerade ins Roadbook geschaut hat, nicht mit dem Einschlag gerechnet hat. Den Sieg auf der 9. Etappe am Mittwoch mit 313 Wertungskilometern rund um Pisco sicherte sich der katarische Spitzenreiter Nasser Al-Attiyah, Katar, Toyota, mit 4 Uhr 58 Minuten Vorsprung auf Nani Roma, Spanien. Dritter wurde der Südafrikaner Geniel de Villiers mit seinem deutschen Beifahrer Dirk von Zitzewitz im Toyota. Vor dem letzten Dakar-Abschnitt führt Al-Attiyah deutlich mit 51 zu 27 Minuten Vorsprung auf Roma und steht dicht vor seinem dritten Gesamtsieg. Peter Hansel hatte vor Etappenbeginn auf Platz 4 gelegen. In der Motorradwertung behauptete der Australier Toby Price Australien durch einen 5. Platz beim Tagessieg des Franzosen Michael Medgue die Gesamtführung und geht mit 1 Uhr 2 Minuten Vorsprung auf Pablo Quintanilla Kiele ins Finale. Am Donnerstag stehen zwischen Pisco und Lima 112 Wertungskilometer an, von Sportinformationsdienst.